Willkommen zum mittlerweile 10. Part von Let's Play Master of Magic. Hier ist der Argonaut. So, in dieser Folge steht die Eroberung der Stadt im Norden an und eventuell auch diese Stadt im Osten soll unser Eigentum werden. Ja, der Weg nach Norden ist ein wenig sumpfig. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob die Zaubergeister, also auch die anderen Einheiten hier im Stack beeinflussten. Also dahingehend, dass der Weg, dass die Bewegungspunkte sich steigern durch die, also die Zaubergeister haben ja die Eigenschaft Pfadfinder. Bewegung steht hier jetzt gerade nicht, aber also wenn ich jetzt ach, ich marschiere jetzt einfach nach Norden, da will ich jetzt eh hin. So. Ja, anscheinend nicht, weil ich bin nur einen Quadranten weitergekommen. Ich meine, im Handbuch gelesen zu haben, dass die Zaubergeister durch die Pfadfinder-Eigenschaft auch andere Einheiten beeinflussen, aber das kann auch ein Zauberspruch gewesen sein. Das kann sein, dass ich das jetzt gerade verwechsle. Naja, gut. Schade eigentlich. Dann geht es halt ein bisschen langsamer wieder. So, jetzt gucke ich mal schnell in meine Stadt. Ja, die Stadtmauern in Dahl werden gerade produziert und in Coventry produziere ich Handelsgüter. Das könnte ich jetzt eigentlich auch mal ändern. Auf Dauer. Also jetzt ein Marktplatz wäre nicht schlecht. Naja, die Produktion ist da noch. Oh, ich sehe gerade, die haben überhaupt keine Arbeiter. Da müsste ich mal genau einen Arbeiter um switchen. Na gut. So, Magiepunkte genug, Geld genug, Gold genug und wo ich gerade dabei bin, schaue ich nochmal auf meinen Skill. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall mal mit meinem Skill hier ordentlich nach oben. Research, Herbeirufungskreis. Ja gut, das mache ich glaube ich später. Ja. Das sieht vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. So, kann ich noch was machen? Armies. Nee, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Joa, schauen wir mal. Sumpf. Da ist mein anderer Zaubergeist. Der erkundet gerade noch die Welt. Und zwar gibt es hier, ja, gibt es auch eine Menge zu entdecken, sehe ich gerade. So, wie weit ein Chaosknoten? Ja, da kann ich natürlich mal reinlinsen. Wahrscheinlich. Was? Fledermäuse der Verdammnis soll das wohl heißen, entdeckt. Ja, also die allgemein ist die Ingame-Übersetzung eigentlich nicht schlecht, nur ja, dass die Eigenart der deutschen Sprache ist ja, dass die länger ist als die englische von den Wörtern her. Und deswegen ist unheimlich viel abgekürzt, was manchmal ein bisschen merkwürdig ist. Und das sieht man gerade hier. Fledermde Verdammnis drinnen entdeckt, ja. Ganz toll. Da hätte ich vielleicht lieber weniger Text genommen und das ausgeschrieben, aber ich weiß gerade gar nicht, was Fledermäuse der Verdammnis so machen. Wenn die Fernangriffe haben und so weiter, wird es mal wieder schwierig. Aber das ist ja nur mein Scout, der soll erstmal neu erkunden. So, meine Armee ist immer noch im Sumpfgebiet und wartet durch den Schlamm. Ja, ich fackel jetzt auch nicht mehr so lange.
so ins Trockene erstmal hier. Ja, jetzt geht's hier aber los, heldenmäßig. Ein Held klopft an das Stadttor. Yeah. Yeah. Ja, er, wie auch immer, der Windmagier. Also das ist hier so ein, ja, Zauberexperte, wie man sieht. Also Nahkampf ziemlich schwach. Fernangriff, Rüstung, Widerstand, Treffer. Was hat denn der so? Glück? Das heißt, der, ja, Glück im Kampf wahrscheinlich. Ja, also Verteidigung und Widerstandswillen um 10% erhöht. Beschwörungsmeister, das heißt, kann Zauber aussprechen. Ja gut, das sollte man eigentlich auch für einen Magier, von einem Magier auch erwarten. Treffer 10% erhöht. Lauf. Ja, wieder so eine tolle Übersetzung hier sehe ich gerade. Läuft mit dem großen Wind oder Lauf mit dem großen Wind. Das ist, glaube ich, so eine Beschleunigung der Bewegungspunkte auf der Karte. Ja, jetzt ist die Frage, werde ich diesen Reckenmagier anheuern. Ich überlege gerade noch. Ja, 200 Gold ist jetzt auch nicht so wenig irgendwie. Auf der anderen Seite ist natürlich auch durch Fernkraftangriffe wird natürlich auch meine Armee mal so langsam hier aufgemöbelt, weil ich habe ja eigentlich nur so Zaubergeister und keine natürlichen Kreaturen, die Erfahrung sammeln können. Von daher wäre es vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn ich jetzt einfach mal diesen Helden auch noch anheuere, weil dann habe ich ja mehr Angriffskapazität und das ist, glaube ich, wichtig für mich. So, ja, der Name. Ja, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich nehme mal einen schöneren Namen. Lysander. Naja. Gut. So, da ist doch schon Lysander in meiner Hauptstadt Dahl. Ja, ich musste mal gerade unterbrechen, weil mein Heuschnupfen mir etwas zu plagen macht. Ich näsel auch bestimmt ziemlich, aber das ist ja jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, wir haben einen neuen Helden, Lysander, und der wird uns jetzt hoffentlich gleich tatkräftig unterstützen bei unseren Feldzügen. Ich war allerdings gerade beschäftigt mit der Eroberung dieser nördlichen Stadt namens Hastings. Ist ja auch Hastings ist ja auch ja ein historischer Ort einer großen Schlacht. Ich glaube, genau, 1066, der normannische Eroberer, wie hieß er noch gleich? Harold? Nee, das war, glaube ich, der englische König. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ist auch egal. So. Ja, so viel zum Geschichtswissen, was nicht mehr so ganz vorhanden ist. Aber ich komme gleich drauf. So.
Apropos Eroberung. Ja, dann würde ich mal sagen, blasen wir auch zum Angriff auf Hastings. Ja, eine wüste Gegend. Spacey, unsere Heldin, hat 10 Magiepunkte und kann entweder zaubern oder Fernkampfangriffe. Also jetzt kann ich auswählen, ob ich mit Santor zaubere oder meiner Heilerin Spacey. Ich glaube, ich werde jetzt mal Spaceys Zauberbuch aufklappen und Phantomkrieger beschwören. Dann kann sie natürlich keine magischen Fernangriffe mehr machen, aber naja, ich brauche natürlich erstmal jetzt hier wieder Unterstützung gegen diese, ja, eigentlich Übermacht. Der Zaubergeist ist fertig und der Zaubergeist ist auch fertig. Ja, also ich kann jetzt zum Glück noch weitere 2 Phantomkriegereinheiten beschwören, wie man sieht. Und das werde ich jetzt auch tun müssen. Denn es sind ja doch 4 Schwertkämpfereinheiten. Ja, ich lasse jetzt einfach mal alle rankommen. Dann brauche ich jetzt hier nicht so meine Einheiten hin und her schieben. Oh, die orientieren sich nach rechts. Das ist ja taktisch sehr gewieft. Aber ich werde jetzt noch eine Phantomkriegereinheit beschwören und die wird hier die rechte Flanke mal ein wenig absichern. So, jetzt bin ich zaubertechnisch auch schon ausgeschöpft. Man sieht nur noch einen Punkt, das reicht dann nicht mehr. Was kann denn Spacey noch machen? Ja, die hat keinen achso, hier steht Schadenbewegung. Nee, steht hier gar nicht. Na gut. Auf jeden Fall hat sie schon 18 Erfahrungspunkte gesammelt. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich Spacey natürlich als Backup. Als Reserve. Das ist ja meine Heldin, meine erste. Ja, ich gehe mal, da die meisten Feinde auf der rechten Flanke sind, gehe ich auch mal ein Stück nach rechts. Und meine Zaubergeister, die sollen aber jetzt mal hier auch nach vorne rücken. So, jetzt kommen hier die Phantomkrieger. Ach, jetzt lasse ich sie mal einfach angreifen, die Jungs da. Na, sie gehen wieder nach links. Also sie bewegen sich taktisch schon nicht ganz so blöd. Eigentlich ist es egal, wer zuerst angreift, weil jeder hat ja Angriff und Verteidigung. So, jetzt greife ich einfach mal an. Ja, Phantomkrieger sind also jetzt leicht unterlegenen Schwerkämpfern, wie ich so festgestellt habe. Ja, die Einheit ist natürlich vernichtet. Oh. Ja. Immerhin habe ich ordentlich Verluste davon getragen. Ja, ein Drittel, glaube ich. So, gehe ich einfach mal auf dann. Gehe ich auf dann. Man sieht, ich brauche jeden einzelnen Phantomkrieger. Ja, das war ausgeglichen. Dann greife ich nochmal an. Immer noch ausgeglichen. Ja, der kann noch einen nach vorne gehen. Hat er noch einen Angriff? Nö, jetzt ist die Phantomkrieger-Einheit. Ich überlege gerade, gehe ich mit dieser... Nein, ich greife jetzt einfach mal an. So.
Naja, ist auch wieder aufgerieben hier. Spacey geht dann mal dahin. Ja. Ich glaube, die geht dann mal dahin. Was machen die Phantomkrieger? Boah. Die haben doch tatsächlich es überstanden. So, jetzt der Zaubergeist ist noch sehr frisch. Der hingegen nicht mehr. Also das heißt, den. Ja, der kann man gleich angreifen. Naja. Schwertkämpfer. Oh, die Schwertkämpfer halten sich ziemlich gut. Spacey hilft mal ein bisschen. Es wird ja wohl mal überstehen hier. Naja. Also es ist nicht ganz so prickelnd hier mit den Angriffen. So der Zaubergeist ist schon ein bisschen angenockt. Den ziehe ich mal einen nach hin. Und ziehe dafür die Phantomkrieger nach vorne. Spacey, Spacey, Spacey. Jetzt muss ich aber echt mal aufpassen hier. Ich würde sagen, taktischer Rückzug. So. Angriff. Oh, die halten sich ziemlich gut. Ja, verliere ich den Zaubergeist. Ja, ich glaube, es ist jetzt mal egal, auch wenn ich den Zaubergeist verliere. Oh, der hat sich ganz gut geschlagen. Die Phantomkrieger sollten auch nochmal mit in den Kampf eingreifen. Der ist auf jeden Fall dann. Ja, ich habe sogar meine beiden Zaubergeister behalten. Wollt ihr diese Stadt total zerstören? Nein, ich bin doch nicht blöd. Na, das wäre ja mal ein erfolgreicher Kampf. Ihr gewinnt einen Ruhmespunkt. Also, ich bin ja mit 10 Ruhmespunkten gestartet. Und Ruhmespunkte kriegt man für Stadteroberungen. Und ich glaube, wenn man andere Zauberer besiegt. Und ja, wenn man die Schlachten gewinnt, glaube ich, zumindest. So, das war der erste Streich. Und der Held Lysander, der könnte gleich mal bei dieser anderen Stadteroberung mithelfen. Ja, aber ich denke, ja, ich bin jetzt durch soweit und das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Ja, also ich würde sagen, Stadt Nummer 2 ist eingenommen und es geht langsam bergauf. Und wenn ich jetzt die anderen beiden Städte noch einnehme, dann komme ich, glaube ich, so mehr und mehr auf einen grünen Zweig. Und das werden wir dann sehen, wie es dann konkret weitergeht mit Santora. Okay, ciao.